I've died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I've... Wir sind im Hotel angekommen, endlich. Und es sieht hier mega schön aus. Also, wenn man direkt hier reinkommt, sind hier erstmal die Waschbecken. Hier ist das Bad. Hier ist die Dusche. Okay, ich habe es mir selbst auch gar nicht so genau angeschaut. Und wenn man hier reinläuft, ist hier direkt das Bett. Hier haben wir sogar noch Bademäntel. Das ist nämlich so ein Wellnesshotel hier. Und so sieht das hier aus. Also echt voll süß. Und hier ist auch direkt der Pool da unten. Das Hotel sieht voll schön aus. Genau. Be my baby, oh, oh. If I had money and love, would that make you love me? Oh, would that make you love me? Oh, oh. I couldn't love. Hallo. Ich habe heute noch gar nicht mitgefilmt. Wir haben heute ein Auto gemietet und haben uns fertig gemacht. Ich habe hier mein Bikini drunter und wollten von unserem Hotel zu den Blue Caves fahren. Und wir hatten zwischendurch einfach Hunger, weil es schon mittags ist, und sind einfach an so einem süßen Restaurant hier vorbeigefahren. Und jetzt ist es voll schick und sieht voll schön aus. Wir haben voll die schöne Aussicht. Das Essen sieht so gut aus. Das ist erstmal Starter, Hummus. Schmeckt auch so gut. Wow. Das Risotto mit Trüffel und Pilzen. Mega. Das ist unser Fiat. Der ist voll süß. Und vor allem ist es halt ein Cabrio, deswegen mega praktisch. Ich mache mich gerade im Auto fertig, weil wir hier extra zu der Bucht gefahren sind, und heute Abend haben wir in dem einen Restaurant reserviert. Das ist hier in der Nähe, und weil wir eh eine Stunde gefahren sind, konnten wir ja nicht nochmal ins Hotel fahren. Deswegen schminke ich mich im Auto, habe sogar ein anderes Kleid an. Ich finde es irgendwie ganz amüsant, dass ich mich jetzt hier fertig mache. Ich habe meine ganze Kosmetiktasche dabei. Ich bin ready gemacht. Ich habe meine Haare extra zugemacht, weil es so windig ist und wir ja eh offen fahren. Aber ich habe mich jetzt einfach neu geschminkt, umgezogen, habe noch eine andere Tasche dabei. Also ich bin richtig prepared. Ich habe meine Haare jetzt so ein bisschen zurückgemacht, weil es so windig ist. Und ich habe übrigens das neue Kleid aus Ibiza an. Das ist dieses Glitzerkleid. Das ist voll schön. Und jetzt gehen wir sogar ein bisschen schicker essen, glaube ich. Ich habe das empfohlen bekommen, das Restaurant. Das heißt Nobulus und ist auch direkt am Meer. Also sitzt mir wieder richtig schön. Genau. So lieb, die haben mir jetzt einfach hier so eine Decke gegeben, weil es schon ein bisschen frisch ist. Aber ich kann nicht fassen, wie schön das Restaurant hier ist. Und wir sitzen halt wirklich direkt am Meer. Also wir haben so Glück. Und ich freue mich so, hier zu sein. Ja, obwohl wir jetzt ultra kurz nur hier sind, weil wir ja den Flug verpasst haben und nochmal einen Tag weniger da sind, genieße ich das jetzt voll. Wir haben irgendwie noch voll wenig Benzin und müssen halt noch eine halbe Stunde Auto fahren, und wir sind halt gefühlt im Nirgendwo. Hier kommen halt nicht wie in Deutschland überall Tankstellen. Deswegen, ich habe echt Ultraschiss, wenn wir hier irgendwo stehen bleiben. Hier ist uns halt wirklich seit
eigentlich, keine Ahnung, seitdem wir fahren, kein einziges Auto entgegengekommen. Und hier ist ja nicht mal eine Straßenlaterne oder so. Also das wäre echt wie so ein Anfang von so einem Horrorfilm. Okay, wir haben es noch geschafft. Hier sind halt immer nur so kleine Dörfer. Wir hatten schon Angst, dass wenn wir eine Tankstelle finden, dass sie dann eh nicht offen hatte. Aber wir haben jetzt nochmal für 10 Euro wenigstens getankt. Sehr gut, allein für mein Gewissen so. Wir sind jetzt wieder da. Der Tag war voll schön. Also wir sind viel rumgefahren, haben viel von der Insel gesehen. Und ja, ich wollte euch nochmal ganz kurz das Kleid zeigen, weil ich das voll schön finde. Das habe ich aus dem einen kleinen Shop in Ibiza gekauft. Das ist dieses Glitzerkleid mit Schlitz. Ich glaube, vorne konnte man es nicht so gut erkennen. Ist da hinten so zum Binden. Es war zwar ein bisschen frisch, aber ja, ich hatte irgendwie voll Lust, es anzuziehen. Das Restaurant war ja auch ein bisschen schicker. Genau. Dann mache ich mich jetzt bettfertig und ich freue mich voll auf morgen. Wir haben morgen einfach ein Boot gemietet mit so einem Kapitän. Ich glaube, wir sehen ein bisschen was vom Süden von der Insel, weil es leider im Norden, also da, wo wir heute auch waren, ein bisschen zu windig ist. Und die fahren dann irgendwie morgen nur in den Süden. Aber es ist für uns voll in Ordnung. Da freue ich mich mega drauf, genau. Ich schwinge mich jetzt ab. Mein Handy hat übrigens irgendwie so ein Akkuproblem. Ich hatte im Restaurant mein Handy gar nicht dabei gehabt und auch davor hatte ich die ganze Zeit irgendwie kaum Akku überhaupt. Das ist ein bisschen nervig, weil ich natürlich immer Sachen abklären muss, auch wegen Social Media oder gern mehr posten würde und hochladen würde. Kann ich dann meistens nur im Nachhinein, weil ich wirklich meinen Akku dann aufsparen muss, um überhaupt Bilder machen zu können. Naja, egal. Okay, gute Nacht. Meine Handtasche ist mega voll. Ich habe diesmal einen Pulli mitgenommen, dass mir nicht kalt wird. Aber die ist gepackt. Und wir haben gestern so Flossen gekauft extra und Schnorchel mit Taucherbrillen, damit wir heute schnorcheln gehen können. Und ich freue mich voll. Es war jetzt alles mega knapp. Es ist jetzt kurz vor 10. Und um 10 ist die Boot zu. Deswegen müssen wir jetzt auch runter. I died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And all along. Oh, es sieht so schön aus, wie das Wasser allein glitzert. Wow. Wir haben gerade hier eine Schildkröte gesehen. Ich habe mit dem Handy ein Video aufgenommen. Die war voll süß. Ja, wir hatten voll Glück, dass wir eine gesehen haben. Na, schaut mal, wie schön. Letzter Abend ist irgendwie so traurig, weil die Zeit jetzt so schnell umging natürlich. Aber ich habe mich jetzt auch dicker angezogen. Ich habe vorhin ein bisschen gefroren und habe jetzt Pulli an und einen Rock und meine Converse wie immer und habe mich ein bisschen fertig gemacht. Ich habe mich ein bisschen verbrannt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich freue mich aber jetzt voll aufs Abendessen. Wir laufen wahrscheinlich einfach mal in die Stadt und gucken, wo wir was essen und dann müssen wir auch hier packen, weil wir morgen schon um 8 den Flieger nehmen und müssen um 5.30 Uhr hier losfahren. Also super. Voll schade, dass es jetzt nur so kurz war. Wir müssen halt wegen Uni schauen. Aber ja, dann kommen wir einfach nochmal nach Zakynthos, weil die Insel ist wirklich mega schön. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Genau. Und es ist auch gar nicht mehr so teuer hier, weil viele die Insel, glaube ich, gar nicht kennen. Ja, okay. Wir gehen mal essen. Das hier ist übrigens unser Hotel. Sieht voll schön aus. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.